Tag allerseits, Sven hier, es geht weiter mit Luftwehr. Wir sind im Nordleuchtturm, ja, und wie ihr seht, geht gerade mal wieder die Post ab. Wir wollen natürlich unseren entführten Sohn von Idura zurückholen. Oh, jetzt kann ich ja gleich mal zeigen, wie stark der Glutball jetzt ist, durch den Feuerring. Über 200 Schaden. Krass, einfach nur krass. Selan, du bist einfach eine geile Damage-Healerin. Oh, mein Kapselmonster hat soeben Rutenschlag erlernt. Okay, was es auch jetzt immer bringen wird. Ein Krug auf jedes schwarze Wappen. Ach so, ja. Gut, ja, hier waren wir. Wir müssen jetzt zurück. Ah, schön. Es hat mich nicht angegriffen. Straightforward. Das Spiel kennen wir bereits. Und die andere Tür ist offen. Und hier brauchen wir den Schlüssel. So, da ist eine Treppe. Dann gehen wir da mal hoch. Und da ist eine Schnecke. Die machen wir mal fertig. Neptunschale, Kummerhummer. Alle mal mit Glutball angreifen. Mal sehen, was passiert. Oh, alle tot. Was für eine Überraschung. Diese Meereswesen sind natürlich allesamt empfindlich gegen Feuer. Ach, diese Mumien da kann ich auch mal zeigen. Ja, komm her. Die gibt's nur hier in diesem Turm. Sonst sind die nirgends zu finden. Fetzer heißen die. Was für ein einfallsreicher Name. Fetzer. Die fetzen bestimmt. Sehen aber nicht ganz so, naja. Wie sagt man? Also sehen etwas unheimlich aus, genau. Jo, nettes Level up, danke. Was ich eigentlich gerade ursprünglich sagen wollte, irgendwie, sie sehen nicht unheimlich aus. Aber dann auch wiederum nicht ganz so unheimlich. Ah, egal. Machen wir die einfach fertig. Wieso wehrst du ab? Hilf mir doch, den fertig zu machen. Ey, scheiß Viech. Mann, ey. Abwehren ist die sinnloseste Funktion, die es in diesem Spiel gibt, ey. Niemand wehrt ab. Es sei denn, man wartet irgendwie so eine Runde ab, irgendwie, wenn man nicht angreifen möchte oder so. Dann hat das einen Sinn. Oder sonst braucht man das nicht. Hier muss ich eine Bombe legen. Abwärts! Bam. Hey! Achso, ich muss die Säule darauf schieben. Natürlich, was auch sonst. Und wir finden den Bienenstein! Kann ich den benutzen? Der erhöht meine Abwehr und Bewegung. Ziemlich. Aber dafür sinken Angriff und Stärke. Nee, ich verzichte mal doch lieber noch. Gut, hier ist noch ein kleiner Trick. Die Säule hier ranschieben und dann könnt ihr euch in den Graben da fallen lassen. Und hier ist noch der Krebsstein. Jetzt haben wir den Bienenstein und den Krebsstein gefunden. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ach so, ja. Den Krebsstein überprüfen. Er ist ja noch schlechter als der Bienenstein. Ja, Entschuldigung, es wurde gerade unterbrochen, deswegen war ich gerade etwas verplant, was ich jetzt noch machen sollte. Na. Gut, jetzt hier runter. Verpiss dich, Mumie. Lass mich in Ruhe. Oh, Aufladestation, wie nett. Nochmal abspeichern. Ich weiß auch nicht, das ist immer so ein komischer Tick von mir, dass ich immer doppelt abspeichere. Oh, wir sind ja schon ganz oben. Es verfolgt mich, aber es kriegt mich nicht. Haha. Einfach hier das da drauf schieben und bumm.
So, da wären wir. Jaras! Idora, natürlich. Du bist hier. Natürlich, was denkst du denn? Jaras, geht es gut, nicht wahr? Keine Sorge, ihm geht es blendend. Noch. Was hat dir mein Sohn angetan? Dunkle Mächte sind daran interessiert, dass sein Geschlecht für immer und ewig ausstirbt. Meine Blutlinie? Eigentlich ist es müßig, darüber zu reden, oder? Wenn die daran interessiert sind, dass mein Geschlecht ausstirbt, wieso hat das Kind noch nicht getötet? Bewegt euch nicht! Noch einen Schritt und ihr werdet niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Ja, natürlich. Übersetzungsfehler, denke ich mal. Oh, ich vergaß. Dein Schicksal wird grausam, egal was ihr unternehmt. Iris! Was? Sven, jetzt! Boah, sag mal, Ido, hast du nicht den Arsch offen, mein Kind zu entführen und zu bedrohen? Eiern wandern oder was, ey? Das kriegt jetzt richtig auf den Nuss. Das geht jetzt hammermäßig, ey. Du Assi. Dreckskerl, ey. Ja, Furie verstärkt uns. Erhöht den Angriff und Löwenherz auch. Boah, jetzt Raserei auf den Harlekin. Und Idora ist anfällig gegen Eis, also Eisbombe. Bam! Frenzy Kick! Oh, der stirbt noch nicht mal. Oh, der haut mir viel Schaden raus, ey. Das ist total übertrieben. Ich weiß auch nicht, was das soll. Noch eine Eisbombe. Stirb! Nice. Oh, nicht noch mehr davon, denen, ey. Nochmal Frenzy und Sturm auf beide. Los, Idora, gib auf. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir gegen ihn kämpfen. Sonst hat er sich ja immer verzogen. Plasmastrahl. Nicht schlecht. Ich heil mich mal. Ja, sonst hat er sich ja immer verzogen. Hat wohl zu viel Schiss vor Decker und Guy, wenn die mit dabei sind und so. Aber wenn wir hier natürlich zu zweit sind, dann traut er sich plötzlich, dieses feige Stück Dreck, ey. Aber ich muss sagen, so grafisch, wie er so aussieht und so, sieht er nicht allzu schlecht aus. Also man könnte schon meinen, dass er vielleicht so eine Art Playboy ist. Frenzy! Eisbombe! Endlich. Oh, er hat einen Zauberfrucht gedroppt. Dankeschön. Können wir gut gebrauchen. Ach. Schade, dass er nicht ganz tot ist. Hat sich nur verzogen. Oh, mein Baby! Jaros, ist es in Sicherheit? Iris. Schön, dich wiederzusehen, Sven. Ich habe meine Reise begonnen, wie du es mir gesagt hast. Ich habe an vielen Orten mit vielen Leuten gesprochen und ich habe Selan getroffen. Ich habe Gardas besiegt und der Welt in Frieden zurückgebracht. Ist damit mein Auftrag denn nicht erledigt? Eigentlich schon, aber dein Schicksal hat sich geändert. Was soll das heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gardas besiegt hattest, hätte Frieden geherrscht. Aber du hast Selan geheiratet und ein Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich diesen Turm nicht verlassen dürfen, aber ich... Der Fluss der Zeit ändert sich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist, zu gehen. Um deine Lieben zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Gales ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du es eines Tages wissen. Wieder diese geheimnisvollen Worte. Sven. Sven, geht es Jaros gut? Ja. Du willst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Jaros und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Wenn ich eine gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Jaros auf deine Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ja, und an dieser Stelle müssen wir den Dialog unterbrechen. Es geht dann im nächsten Video weiter. Bis dann.